Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von Harveys neue Augen. Der ist aber süß. Meinst du, ich könnte den auch mal halten? Aber Lilly, was hast du vor? Willst du mich wirklich der Oberin überlassen? Ich meine, sie könnte schon ein wenig Schwung in ihrem Leben vertragen, so wie sie aussieht. Aber ich dachte, wir zwei sind jetzt Freunde. Das sind wir doch auch. Wir können doch noch so viel ausprobieren. Lass uns doch lieber noch ein paar Dinge anzünden. Oder mit Edna quatschen. Oder uns irgendwas Verrücktes aus Gegenständen zusammenbasteln. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Sonst komme ich leider nicht weiter, Harvey. Tut mir leid. Aha. Wirklich? Wirklich? Aha. Oh, Lilly. Wie soll ich das je wieder gut machen? Du willst jetzt sicher eine Gegenleistung. Richtig? Ich habe leider nur dieses Messer. Meinst du, es wäre angemessen? Aha. Wunderbar. Danke für alles, Lilly. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin. Was noch viel lässiger ist als Deputy. Wie auch immer. Schneid uns bitte schnell los. Dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das ihn noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten. Aber dieses Mädchen war ich. Was für eine Überraschung. Ja, und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im Nullkomma irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber, Lilly? Hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly. Schneid uns endlich los. Was soll das? Du wirst doch keine Dummheiten machen wollen, oder? Lilly! Wohin gehst du? Lilly! Lilly! Oh. Oh ja, jetzt sind wir nämlich an der Stelle angekommen, wo es nämlich endet. Und, ich frage mich gerade, ob man hier auch nochmal abspeichern kann. Ich hätte das mal eben kurz nachchecken. Nee, anscheinend irgendwie nicht. Wollen wir mal hören. Willst du das wirklich tun? Klar. Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Die anderen Kinder. Das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier. Mit einem scharfen Messer. Drauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank. Sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lilly, es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein, ein Polizist, richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation, dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. Oh, Lilly. Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lilly. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus.
Wunderbar. Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben, mitten in der Nacht, bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Er hat leider recht, Lilly. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lilly. Sei ein braves Kind und tu, was man dir sagt. Lilly war den Tränen nahe. Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte, mach weiter, mach weiter. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Ja, jetzt sind wir an dem Moment angekommen, wo man sich zwischen drei Enden entscheiden kann. Und ich werde jetzt erstmal die zwei alternativen Enden reinschneiden und werde dann am Ende das Ende zeigen, was ich am besten fand. Ende Nummer 1. Das Messer weglegen. Die anderen hatten recht. Lilly war offenbar krank. Sie war außerstande zu entscheiden, was richtig und was falsch war. Und so legte sie das Messer weg und begann ihre Therapie. Dr. Marcel hatte gewonnen. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet: Ihr müsst immer alles tun, was man euch sagt. Immer. Ohne Ausnahme. Ende. Ende Nummer 2. Dr. Marcel, erstechen. Lilly dachte gar nicht daran, sich therapieren zu lassen. Sie fühlte sich frei wie nie zuvor. Sie konnte selbst entscheiden, was richtig und was falsch war. Langsam erhob sie das Messer. Nein, Lilly, nein! Nein! Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet: Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr behaltet euren freien Willen, auch wenn ihr dafür einen alten Mann im Rollstuhl erstechen müsst. Ende. Ja, jetzt kommt das Ende, was mir persönlich am besten gefallen hat. Und, ja. Mach weiter! Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Stopp! Mach weiter! Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Stopp! Mach weiter! Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Sehr gut, Lilly. Gib's ihm. Das gilt für alle. Die ganze Zeit habt ihr mich nur rumkommandiert. Lilly tut dies, Lilly tut das. Check mal was. Ich bin doch nicht euer Beppo. Und du, Doc, wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lern erst mal wieder laufen. Denn das ist das, was ich jetzt tun werde. Deine Therapie ist der letzte Rotz. Komm erst mal selber klar, Appa. Lilly zeterte noch weiter, bis sie heiser war. Schließlich machte sie sich erschöpft, aber auch erleichtert auf den Rückweg. Zum ersten Mal im Leben tat sie, was sie selbst für richtig hielt. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Und du hältst auch endlich die Klappe! Hier gibt es keine Moral, verstanden? Ende! Ja, das war's. Ach,
die Credits. Ja, ich darf hier noch Max drauf nehmen, weil ich nicht drauf geachtet habe, dass ich nicht weitergekommen bin. Deswegen muss ich nachher noch ein bisschen schnibbeln. Credits! Damit wäre Harveys neue Augen endlich fertig. Nach langer, langer Zeit. Ah, oh, dieses Lied. Ich sehe, du brauchst etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Als wären wir gleich haben, das wächst wieder zusammen. Letztlich alles nun so und so gut wie geschehen. So reiß dich zusammen, realistisch gesehen. Sind es doch nur ein paar Schrammen. Ah, ich liebe dieses Lied. Ich musste immer mitsingen. Ah. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn die fliegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken, wobei ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn wecken durchaus Gefahren. Bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Okay, ich sollte jetzt aufhören, bevor er wahrscheinlich noch Ohrenkrebs bekommt oder sowas. Ich bin nicht gut im Singen. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Das hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich ja stets Nadel und Faden dabei. Doch ein Talent ist so klein, tapferes Schneiderlein. Besiegt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Und ich habe jetzt trotzdem die ganze Zeit mitgesungen. Also, mein kleines Fazit für dieses Spiel. Ich finde es immer noch mega super. Ich habe mich sehr gefreut, das zusammen mit euch, also mit euch zusammen zu spielen. Und ich wäre auch sehr hoch daran interessiert, den Vorteil zu spielen. Edna bricht aus. Allerdings möchte ich euch entscheiden lassen, denn auch noch ein anderes Projekt von der Firma Daedalic Entertainment, glaube ich, heißt das, der Harveys neue Augen gemacht hat, finde ich auch sehr interessant, und zwar das Spiel Depona.
Das ist auch sowas wie Harveys neue Augen, nur mit einer ganz anderen Story und auch ganz anderen Handlungssträngen und so. Und das würde ich auch gerne spielen, nur ihr entscheidet, was zuerst rankommt. Entweder Aetna bricht aus oder halt Depona, aber jetzt erstmal nach Harveys neue Augen kommt noch was anderes, denn der Harveys neue Augen hat ja den Platz von, was vorher Wildlife Park 2 und Rollercoaster Tycoon gewesen ist, ist er dann zu Harveys neuen Augen geworden. Und da gucke ich jetzt nochmal, was ich da jetzt noch machen kann an Spielen. Es ist sowieso generell so ein bisschen, was ich jetzt noch so geplant habe. Also momentan ist ja bei den Pferdespielen Abenteuern auf den Reiterhof 3. Dann habe ich zum Beispiel auch noch für diesen Slot, obwohl das passt hier eigentlich gar nicht so wirklich rein, weil das mit dem Slot von Harveys neue Augen ja überhaupt nichts zu tun hat. Aber ich muss jetzt gerade mal überlegen, was ich alles noch so haben könnte. Was ich auch sehr interessant fände, mit euch zusammen zu spielen, wäre zum Beispiel Lego-Spiele. Die Sache ist die, ich habe die meisten Lego-Spiele halt leider nur auf Konsole und ich habe bis jetzt noch keinen Weg gefunden, wie ich auch von Sachen, also von der Konsole Sachen aufnehmen kann und die dann bei YouTube hochladen kann. Ich meine, das machen ja auch viele YouTuber, wie zum Beispiel auch die ja über Wii oder auch über Wii U oder Nintendo Switch oder anderen Sachen zum Beispiel hochladen. Das habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden, wie ich das machen kann. Und ich weiß auch nicht, ob mein Computer auch dafür stark genug ist, sage ich mal. Und deswegen müsste ich das alles erstmal ausprobieren und gucken, wie ich das hinkriege. Und wenn ich das hätte, hätte ich natürlich wieder ein paar mehr Möglichkeiten. Dann könnte ich mit euch Lego Harry Potter spielen, Lego Jurassic World. Ich könnte mit euch alle Teile von Skylanders durchspielen. Nochmal. Ja, ich habe die fast alle bis auf Imaginators, glaube ich, schon durchgespielt. Was habe ich denn noch? Ich könnte auch mal versuchen, mit euch zusammen ein anderes Spiel zu spielen. Aber das ist halt, das weiß ich gerade gar nicht, wie das heißt. Es hat was mit diesen Bewegungssensoren so zu tun von der PlayStation. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Es hat auch was mit Zauberei zu tun. Ich glaube, das ist auch von Harry Potter. Was könnte ich denn noch mit euch zusammen dann spielen? Oh, ich könnte mit euch, ich weiß ja nicht, ob ich das darf, weil bei Nintendo ist das immer so eine Sache mit der Wii und so. Oh, ich könnte auch, das ist eigentlich auch nochmal eine Idee, vielleicht mal so ein Minecraft-Projekt zu machen. Ich weiß, viele haben gesagt so, ja, Minecraft ist ja eh schon alt und so, das haben ja schon fast alle gemacht. Und da habe ich mich ja am Anfang auch sehr rausgehalten. Aber theoretisch könnte man es ja auch mal versuchen. Oder Sims 3 können wir auch noch spielen, aber das wäre dann auch wieder ein langfristiges Projekt, genau wie Minecraft. Also, und außerdem müsste ich dann erstmal erstmal schauen, dass ich da Sims frei erstmal wieder einwandfrei zum Laufen kriege. Ah, der Bienenmann, er ist wieder da. Boah, die Credits gehen wirklich fast 10 Minuten lang, das ist echt krass. Also das letzte Part, der wird Überlänge haben, tut mir leid. Ja, das war's dann von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann bei einem anderen Let's Play wieder. Ciao, ciao!